Einen wunderschönen guten Tag hier bei der Filmlounge für euch jetzt Trailer und Review zum Film Frank. Dieses Mal bei den Couchflicks, weil der kommt auch in 2 Monaten schon auf DVD und Blu-ray raus. Und es geht hier um den Namensgeber des Films Frank und der ist der Kopf einer Rockband und eben im wahrsten Sinne des Wortes, denn er trägt immer sowohl auf der Bühne als auch im Alltag einen Pappmaché-Kopf. Nicht mal die Bandkollegen kennen ihn und sie brauchen plötzlich einen neuen Keyboarder und John ist eher so ein Träumer-Typ, der denkt sich so, cool, ich kann jetzt in der Band spielen, doch ihn muss er dann auf einmal auch finanziell unter die Arme greifen und aus einer kurzen Idee wird ein komplett neues Album aufgenommen und das in über einem Jahr in einer Waldhütte und eben einige andere skurrile Sachen passieren noch. Damit ihr einen Eindruck bekommt, was ich mit Pappmaché-Kopf meine, für euch hier der Track. I say tell everyone everything. Why cover anything up? Right? How to describe Frank? 1, 2, 3, 4! Well, there's the head, of course. He never takes it off. You think it's weird? Would it help if I said my facial expressions out loud? Welcoming smile. Delighted look. But what goes on inside the head inside that head? I find this inspiring. Is music. Something is pressing something is! Frank, people should know about you. You should be famous. Flattered grin. Followed by a bashful half-smile. Stop saying your facial expressions out loud. It's extremely annoying. You've been offered a really important gig, South by Southwest, in Texas. People are interested in us. We could be big. What game are you playing? Filling Frank's head with these bullshit ideas? I can't hear you over the sound of the bubbles. Someone needs to punch you in the face. Here we go. It's gonna be huge. You gotta come see us tomorrow night. I promise we'll be battling. Frank's not okay. Frank, come back! With all his issues, the 100% sanest cat I've ever met. Okay. The head. Take it off. I have a certificate. Take it off! Here it is. My most likable song ever. Coca-Cola, lipstick ring, go dance all night, kiss me, just kiss me, Nefertiti. This is your most likable song ever? Yeah. People will love it. Was ich an diesem Film auf jeden Fall schon zu schätzen weiß, alleine auch schon, wenn man den Trailer sich anschaut, ist, dass das eben so ein typischer Independent-Film ist, der sich mal etwas traut und eben in eine ganz andere Richtung geht. Und ich finde, das muss man dem Film dann auch schon wirklich hoch anerkennen. Denn hier sind auch namhafte Darsteller dabei. Ob es ein Domhnall Gleeson ist, Maggie Gyllenhaal oder ein Michael Fassbender, den man zwar meistens halt nur mit diesem Pappmaché-Kopf sieht, aber durch Stimme und Bewegungen merkt man dann eben schon, okay, hier ist auf jeden Fall wieder der grandiose Michael Fassbender am Werk. Das Ganze basiert ja auf dieser Pappmaché-Figur von einem Komiker, der 2010 verstorben ist, Chris Sebae, gerade in England so super bekannt und erfolgreich. Und er hatte eben diese Figur kreiert. Und diese Geschichte ist entstanden, weil eben auch ein Drehbuchautor, der auch in Hollywood Drehbücher spielt, tatsächlich das so in dieser Art und Weise erlebt hat und das Ganze dann als Geschichte aufgeschrieben hat. Und das jetzt nun auf sehr verrückte Art und Weise fiktional aufgearbeitet hat. Und es macht wirklich unglaublich viel Spaß, weil man kann es auf der Sitze, hä, was ist da gerade los? Und das ist aber eben so was Erfrischendes, was dem Kino meiner Meinung nach ja ganz oft fehlt. Also dafür auf jeden Fall Daumen hoch. Allgemein auch so das Musikalische und auch wie die Geschichte erzählt wird, bemüht man sich unglaublich unkonventionell zu sein. Das ist an einigen Stellen manchmal ein bisschen anstrengend. Dann denkt man sich dann auch so, ja komm Leute, ihr müsst mir jetzt nicht in jeder Szene zeigen, dass ihr verrückt seid und tiefsinnig und Mate trinken wollt. Das nervt an einigen Stellen meiner Meinung nach schon so ein bisschen, vor allen Dingen, wenn man gerade so in der letzten Hälfte, wobei eher so letztes Drittel, letztes Viertel, so die Tonalität so ein bisschen arg so, ja, der Frank, ach ja, der Frank, um so seine Geschichte dann nachher rund zu machen und dem Zuschauer zu erklären, finde ich, macht man es dann doch so ein bisschen auf die Tränendrüsenart. Das ist nicht notwendig. Insgesamt ist der Film aber extrem sehenswert. Und gerade für Leute, die mal wieder was ganz Neues, Innovatives sehen wollen, schaut euch den Film an. Der Film kommt sogar völlig zu Recht nur in Original mit Untertiteln in die Kinos, denn nur so funktioniert eben auch dieses Spiel von Michael Fassbender unter diesem Pappkopf. Von mir gibt es gut gemeinte 7 von 10 Punkten. Wirklich ein schöner Film geworden,
der es verdient hat, dass er ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Deswegen habe ich ihn ja auch hier in meiner Review. Außerdem nach Aufmerksamkeit buhlend gibt es zwei Filme, die auch diese Woche sogar gestartet sind. Boys Heaven gibt es hier unten links und unten rechts für euch die Review zu Selfless. Schaut da gerne mal rein. Auch alles so ein bisschen Sci-Fi abgefahren. Wir versuchen was Neues. Passen hier also gut rein. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr jetzt noch da seid und nicht abgeschaltet habt, weil ich die Bewertung schon genannt habe und verlinkt habe, dann sagt doch noch, ob ihr es gut findet, wenn Filme nicht synchronisiert in die Kinos kommen. Ansonsten sehen wir uns bald wieder hier in der Filmlounge. Macht es gut. Adieu.